Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir in dieser Erinnerung von Kellogg aufgehört und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit den nächsten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, ob man hier runterfallen kann. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich passe hier die ganze Zeit auf. Oh, eine Küche. Ist das Kellogg oder ist das der Vater? Das ist Kellogg. Kellogg macht Abwasch. Kellogg hat Schwester. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sir. Moment, das ist seine Tochter. Die sind zusammen. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe? Ach komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ja? Ich weiß, ja? Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Das Ding hab ich jetzt aber. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehme sie. Es kann doch nicht so gut gelaufen sein. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten. Ich wollte hier noch Erinnerungen abrufen. Das ist gemein. Ich kann das doch nicht machen. Ach doch, jetzt hier. Ha. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Oh, weise Worte von Kellogg. Komisch, es wird komisch. Alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Hätte ich mir nicht vorstellen können bei ihm. Das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Ja. Aber wir kennen hier niemanden. Seine Frau ist gestorben. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Komm schon, Sarah. Also der hat ziemlich an sich selbst gezweifelt. Okay, er gibt sicher die ganze Schuld dafür, dass sie gestorben sind. Was halt einen ziemlich runterreißen kann. Später war ihm wahrscheinlich alles egal und er wollte einfach nur Geld verdienen und überleben. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du's weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Okay, er hatte wohl irgendeinen Feind. Er wollte sich wahrscheinlich rächen, das kann sein. Und um das Ziel zu erreichen, hat er halt für das Institut gearbeitet oder so. Das wäre jetzt das, was ich mir bisher vorstellen könnte. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber
Meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich habe mein Geld immer bekommen. So oder so. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Also ein Kopfgeldjäger, der sogar ganze Familien umgebracht hat, wie es scheint. Jedenfalls war das gerade das Angebot. Wozu natürlich auch Frauen und Kinder zählen, denke ich mal. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her und macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich, aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sims. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Wir arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Nicht schlecht. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Hätte ich auch gesagt, wenn all meine Wachen kaputt sind. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Nein. Nein. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme... Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen.
Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Ja, das kennen wir. Das ist er. Da. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht! Was ein Drecksack. Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Das ist so ein Schweinehund, aber wir haben unsere Rache bekommen. Die Rache war unser. Was ist denn hier los? Sean! Dein Sohn? Ja! Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Wer ist der alte Mann? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Ja, und mir hast du es genommen. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Nein, nicht beim Alten. Ich hab dir dein Leben genommen. Arschloch. So, kann ich hier raus? Der Bürgermeister, er wird diesmal ziemlich sein. Was nun? Kellogg. Schon gut. Runner? Shadowrun? Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn er mal so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Keine Musik. Bitte nicht. Ein paar Köpfe rollen. Musik ist doof. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja, stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Seinem Vater? Sag jetzt nicht, dass sich der alte Mann als sein Vater ausgegeben hat oder so. X688, bereit für Transmission mit Sean.
Was? Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Okay. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Oh je. Und wie kommen wir denn dahin? Wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, ich denke, ich bin soweit. Oh, cool. Ja, schnell verlassen, bevor die Musik hier noch weitergeht. Jawohl. It's all over. No, nobody. Steh auf. Licht. Kellogg ist tot. Jetzt müssen wir noch den alten Mann finden. Der ist ja dafür der Hauptverantwortliche. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Mir geht's gut. Wo ist Nick? Wenn ich mir das nächste Mal eine Lebensgeschichte ansehen muss, möchte ich Popcorn. Also wenn du fit genug bist, um Witze zu reißen, würde ich sagen, dass dein Zustand nicht kritisch ist. Nein, alles prima. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Schon? Ich habe Kelloggs Leben gesehen. Der Mann hat meine Familie ruiniert. Und ich habe ihn getötet. Ganz recht. Er war ein menschliches Wesen wie wir. Und er hatte Gründe für sein Verhalten. So grausam die auch waren. Und wie fühlst du dich jetzt? Es war nicht alles sein Fehler. Muss man ja mal gestehen. Ich kann ihm die Schuld für alles Geschehene geben. Wenn ich ein Priester wäre, würde ich sagen, dass man vergeben können muss. Wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Wichtig ist, dass wir das größte Geheimnis des Instituts entdeckt haben. Teleportation. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Tja, mit der Info können wir auch nicht viel anfangen, weil wir können uns nicht teleportieren. Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht Warum? Niemand hin. Egal wie verzweifelt er ist. Na, anscheinend ja schon. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Aber ich habe eine Powerrüstung. Wenn wir Virgil finden müssen, gehe ich ihn suchen. Wenn du gehen musst, dann bereite dich gut auf die Strahlung dort vor. Der Ort heißt nicht umsonst Leuchtendes Meer. Und wir haben ja die, den Strahlenschutzanzug der plus Powerrüstung müsste funktionieren. Wenn nicht die Powerrüstung schon alleine funktioniert, das weiß ich gerade gar nicht. Oh, ich gehe da einfach nackt rein. Drück mir die Daumen, dass ich Superkräfte bekomme. Ich weiß, dass das ein Witz war, aber als Arzt muss ich dich darauf hinweisen, dass ungeschützter Kontakt mit Radioaktivität dich nur tötet. Tot. Ja. T-O-T. Also finde eine Möglichkeit, das alles unbeschadet zu überleben. Und viel Glück. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Ah, okay. Dann geht es ihm anscheinend auch gut. Was? Right away? Ja, bitte. Das brauche ich alles. Danke. So, schmutziges Wasser brauche ich nun nicht mitnehmen. Aber das nehme ich doch gerne mit. Ich muss kurz einsteigen und dann bin ich weg. So, dann soll mal das leuchten. Valentine, du hast gehört, dass ich einsteige und bringst wieder diesen blöden Spruch her. Wo bist du? Oh, nee, Jet brauche ich nicht. Ach, hier oben ist wieder Clown, ja? Nick. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Ich komme gerade von unten. Hey, Nick. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich
hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Kellogg? Bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Alles in Ordnung, Nick? Mir geht's gut. Warum? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Aber er hat ja irgendwie weitergedacht. Wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Ich bin ein Zünd. Also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber die Powerrüstung, die du trägst, könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Nee, ich bleib bei der Powerrüstung, glaube ich. Also gehen wir. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Also, das heißt, für uns in der nächsten Folge geht es um leuchtenden Meer. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao. Nee, ich bleib bei der...